It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. Es war einfach ziemlich clever, zwei Dinge miteinander zu verschmelzen. Und nichts anderes haben wir damals mit The Police getan. Wir mischten Punk mit Reggae. Wobei ich dazu sagen muss, diese ungeheure Kraft des Punkrock mit der kultivierten Aura des Reggae zu verbinden, das konnten wir nur schaffen, weil Andy Stewart und ich schon ziemlich erfahrene Musiker waren. Die Sex Pistols konnten das nicht. Die waren eher grobschlächtig unterwegs. Das mag jetzt komisch klingen, aber diese Soundfusion erschien mir schon damals einfach nur logisch. Für drei Akkorde Geschrammel hatte ich nichts übrig, also forcierte ich diesen typischen Police-Sound umso mehr. Vor allem, weil ich mir schon 5 Jahre lang von verschiedenen Plattenfirmen anhören musste, dass meine Musik nicht kommerziell genug sei. Mitte der 80er, auf meinem ersten Soloalbum nach der Police-Trennung, habe ich dann auch wieder zwei Dinge vermischt, nämlich Pop mit Jazz. Und es hat wieder wunderbar geklappt. Die Trennung von The Police war nicht schön, aber unvermeidlich. Ich bin es nun mal von klein auf gewöhnt, Risiken einzugehen. Anderenfalls hätte ich wohl kaum meinen sicheren Arbeitsplatz als Lehrer für das Leben in einer Rockband eingetauscht. Mir ist sowieso völlig schleierhaft, wie manche Künstler für immer in einer Band bleiben und immer dieselben Songs schreiben wollen. Ich musste The Police verlassen, um etwas zu verändern. Außerdem hatten wir am Ende sowieso alle Träume, die uns als junge Kerle im Kopf herumgespukt sind, um das Zehnfache übertroffen. Mein Solo-Debüt The Dream of the Blue Turtles 1985 war ein echter Befreiungsschlag. Ich holte mir neue, gute Leute ins Studio und habe die neu gewonnene Freiheit, Entscheidungen selbst treffen zu können, in vollen Zügen genossen. Nach 8 Jahren Banddemokratie war dieser Schritt einfach nötig. That's it. Pop Secret. Tag für Tag.